Zweifelsfall wäre auch mein erster Obergeschoss, weil es nur zu einer EWP sei, beziehungsweise immer wieder habe ich gesagt, auch bei der Spiritbox, dass wir oben, dass ihr da oben seid. Ja. Deshalb gleich schon mal die Frage. Erstmal hallo. Ist ja nicht jemand schon hier, der mit uns sprechen möchte? Wenn ja, wer ist denn hier? Sag mal, was dein Name? Ich habe. Wir hatten in der Auswertung einen Namen namens Private Watts gehört. Ist der hier? Wie gesagt, ist ein Private Watts hier. Sollen wir wieder auf Englisch mit euch reden? Bei unserer letzten Bildung habt ihr ja gesagt, dass ihr Deutsch könnt. Warum musst du denn hier sein? Ist das eine Art Strafe? Warum gehst du nicht schon überall inzwischen? Gefangen. Wer ist gefangen? Und warum bist du gefangen? Bist du hier nach hierher verbannt worden? Darfst du darüber nicht reden? Warum darfst du darüber nicht reden? Was war das denn mit Brian hier? War das ein Kommandeur? Irgendein Vorgesetzter?
der eine meine Theater hört, aber der IP. Der vielleicht Leute. Der vielleicht mehr Leute gequält hat. Wir hatten auch eine Claudia. Der hat auch den Namen Claudia. Ist diese Dame hier? Okay, wir sind jetzt unter uns. Was für ein Mensch war das an Mr. McBride? Was für ein Dienstgrad hat er? War er Captain? Lieutenant? War er ein kleiner Private? Wann war denn diese Person hier stationiert? Als ich beim letzten Mal die Lampe läuft. Wir sprechen Hammer, wie die Lampe alles im Auto aus. Ich kriege gerade auch einen Herzinfarkt. So, wer ist denn hier? Bist du unfair mit mir, Ego-Menschen? Was sucht der Melanie gerade einzunehmen? Ist jemand im Raum nebenan? Sollen wir auch abbauen und auch einen anderen Raum aufbauen? Sind ja auch andere Seelen hier? Seelen nicht menschlicher Art? Wenn ja, antworten wir es doch. Mal eine Frage an euch, weil hier sind überall satanistische Symbole. Hat es hier mal Rituale gegeben? Kommt hier dunkle Mächte rein?
Wenn ja, welche Mächte? Kommt schon, Leute. Wir haben es letztes Mal gesagt, wir sollen hier hochkommen, wir sollen alle seid alle oben. Geltet mit uns. Da hat es vorhin Gewitter gehabt. Da dürft ihr auch ziemlich gut. Da dürft ihr auch gute Energie haben. Ich habe hier unser Gerät wieder. Da könnt ihr gerne auch berühren. Hat mehr Runde ja auch mal gehabt. Versucht es mal ausschlagen zu lassen. Jetzt nochmal. Kommt her, greift das mal an. Ihr braucht keine Angst, noch falls ihr nicht beruhigt, wenn ihr solltet. Na komm, ab jetzt mal. Mit dieses Gerät können wir auch theoretisch kommunizieren. Zum Beispiel, wenn wir eine Frage stellen, bei Ja ausschlagen lassen und bei Nein einfach so lassen, wie es jetzt ist. Okay, kann ich jetzt gleich dann. Seid ihr mit den rechten Balken, ja? Achso, das ist ein Hauptzeichen. Seid ihr mit den Balken, ja? Weil auch mich überläuft es also manchmal, dass es bei mir meistens zeigt, dass ein Zeichen, dass hier irgendwas ist. Ja, das war von A bei mir. Ja, braucht keine Angst haben. Ich bin nicht böse. Ich habe ja auch eine spezielle Kamera nach der Beine, können wir auch mal ausprobieren. Ob wir euch irgendwie da drauf kriegen. Also normalerweise überläuft es zu schnell, aber ich habe gerade vor komplett den ganzen Körper ganz sauber und richtig extrem kalt. Ohne komplette Schwere gespürt. Wenn es so sack oder so auf mich. Probiert mal, versucht mal das gerade hier ausschlagen zu lassen. Ihr könnt mir auch gerne aus der Hand schlagen, wenn ihr wollt. Greift mal der Hand zum Beispiel an. It's raining. It's raining, yes. Wir hören das Thunderstorm. Ja. Das war's, how about we have a million million? It was very bad. Do you like raining? This is... Let's go. Steht irgendjemand neben dir? Contact. Contact. Okay. Also haben wir einen Kontakt, steht neben dir Kontakt. Scheiße, das war ich mal die Kamera. Das ist sehr schlimm. Ich sage jetzt, wir sind noch bei Bar. Hast du das mal gehört und der fließt du rechts von mir? Zwischen Melanie und mir? Wo ist deine Silhouette? Gib mal eine Kamera her. Wie gesagt, wir tun euch nichts, wir wollen nur verwatschen. Wollt eure Geschichte eigentlich erzählen? Was seid ihr hier? Ich habe hier eine 80-Kamera
Gut, da schreibt er bei hinten, da blendet er sich vielleicht. Aber ihr könntet hier eigentlich durchlaufen, wir würden schon was sehen. Ihr könnt euch auch ganz einfach vor die Kamera stellen. Vielleicht wird dann der Scheinwerfer dunkel. Er braucht keine Angst zu haben. Ja, dann werden Sie kurz die Zeit kommen. Das war's schon. Seid ihr hier gekauft? Markus. Bei mir ist es. Was ist da? Aus mir. Okay, ich hab's hier die Nachtkamera noch mit drauf. Ich krieg Gänsehaut, krieg wieder Tränen da. Ach Gott. Schmeiß doch mal einen Schatten an die Wand von zwei Bälle. Wieder so viel, das kennt ich mich kaum noch wenig. Ich bin gerade lieber. Oh, was machen wir? Guck das doch mal an. Ganz ruhig. Jetzt werden wir doch mal wieder schwindelig. Immer wieder runter. Leute, wenn ihr doch mal ein bisschen mit mir dann die Brüste doch mal drehen. Wollt ihr was Böses? Nein. Mögt ihr keine Frau? Wenn ja, so redet doch mit mir, sagt uns doch mal. Was habt ihr denn gegen Frauen? Hat dieser McBride damit was zu tun? Mag dieser keine Frau? Hat er ihnen Leid angetan? Jetzt ist es wieder weg. Redet doch mal ein bisschen zu uns. Redet doch mal über euch. Wenn jemand nicht hier ist, sagt mal, was für Funktion hat er dann hier gehabt? Wer gut, wenn da mal was mitbekommen würde. What is your position here? Wollt ihr hier in der Sicherheit tätig? Ihr könnt auch gerne noch mehrere haben.
Oh. Nein, vielleicht können wir doch irgendwas ausfinden. Okay. How are you? How are you? Von wo kamt ihr denn? Was? Ich meine, die amerikanischen Soldaten, die haben die Stadt zu dir. Haben die einen zu Hause gehabt? Wo liegt denn eures? War das New York? Good morning. Good morning. Welcher Bundesstaat? Wo habt ihr denn? Bitte diese schlechten. Wie immer, ja. Good. Good. Habt ihr da auch das Problem immer gehabt mit den schlechten? Da könnt ihr euch froh sein, dass ihr das Problem immer habt. Und aber mal andere Fragen, jetzt langsam, dass wir ein bisschen was mit aufgekommen. Ich merke ja, dass ein paar Antworten da sind. Auch wenn ihr eure Namen verstehen müsst. Wo seid ihr denn eigentlich jetzt gerade? Wie nennt sich denn eure Dimension oder euer Jenseits, sag ich jetzt mal? Ich meine, Haus hat man ja immer Himmel. Gibt es denn überhaupt? Was? Verstanden. Kann das sein? Seid ihr also im sogenannten Himmel? Nein. Nein? Wo seid ihr denn? Ist das so? Seid ihr vor den Pforten? Dürft ihr nicht rein? Warum dürft ihr nicht rein? Und das halt ja unten in der Hölle. Ja.
Körper. Wir haben hier aber ein Pentagramm an der Wand entdeckt. Deshalb haben wir die Frage wohl hier bei dunklen Westen durchgeführt. Fand ihr das gut? Weil du das ja auch auf der Rechte kommt, ja, auf Laufe. Ich habe das Gefühl, dass da hinten alles vorläuft. Kann das sein? Rum? Immer noch, genau. Geh nochmal in den anderen Raum. Ich sehe hier gerade die Treppe zum Turm. Seid ihr oben im Turm? Weil dort kommen wir leider nicht hin. Die haben dir da die Treppe abgebaut worden ist. So, ich gehe jetzt nochmal hier in den anderen Raum. Bin hier komplett im Dunkeln, Leute. Ist hier in dem Raum jemand da? Was ist hier? Auf Leute, redet mal ein bisschen mit mir. Ich möchte hier nicht alleine reden. Immer ein bisschen doof, wenn man immer nur mit sich selber spricht. Erzählt mal ein bisschen was von eurer Militärvergangenheit. Was habt ihr denn alles so gemacht in eurer Militärvergangenheit? Wo wart ihr denn in eurer Grundausbildung? Wo habt ihr die denn absolviert? Habt ihr die in den USA gemacht, in den Staaten? Wenn ja, wo in den Staaten? Ihr könnt euch gerne auch mal hier in der Kamera zeigen. Lauft doch einmal mal von der rechten auf die linke Seite rüber. Seid ihr irgendwie hinter mir? Hier war es potenziell ein bisschen kühler. Hier bist du, wo bist du?
Stehst du direkt neben mir? Wollt ihr komplett im Dunkeln mit mir reden, oder? Seht ihr, die Lampen funktionieren auch ganz gut. In German, yes. Also noch einmal die Frage, das ist McBride, kennt ihr den? Was für Position hatte er hier? Alles weiter. Was habt ihr? Habt ihr irgendwas auf dem Herzen? Was könnt ihr tun, wenn ihr heute mehr Zeit auf euch schon? Könnt ihr irgendwas noch mehr erklären? Zum Beispiel, dass ihr die Kinder ja nicht toll findet. Ansonsten würde ich sagen, schalte doch eine klassische Kamera ab. Ich baue da mal eine klassische Kamera ab. Und machen wir eine kleine Nachtsicht-Session. Sei dann gleich verstanden. 3. So. Schalte mal alles aus. Bonjour, Fred. Wow. Boah. Hätte ich nicht erinnert. Das ist gut, ne? Fand euch das besser? Wie das helle Licht. Ich sehe es so dunkel, ich sehe dann nicht mehr, wenn er nicht in den Licht steht. Also, ich sehe dich. Ja. Wenn die Zuschauer brauchen, hier ist jetzt richtig schön dunkel. Also, ich bin ein bisschen weiter weg vom Laptop. Ja, ich sehe jetzt, aber es ist nicht hier. So. Wer möchte jetzt kurz reden? Ich wollte gerne die Kamera mitkommen. Wie auch? Bin ich denn da nicht? Nehme ich gar nicht. Ich glaube, der Rest kommt zu dir. Also dir? Ja. Moment. Kamera steht für jetzt an der Stelle. Wo ist Laptop? Jetzt ist da, jetzt. So. Das ist richtig schön. Das ist ein Freitag noch für euch. So soll es ja sein, irgendwo. Sollen wir Englisch sprechen mit euch? Oder ist das Englisch? Und dann können wir auf Deutsch bleiben. Ja. Training. Okay. Wie viele Personen sind in diesem Abend hier? Thank you.
I say what? Are you male or female? Yes, Mr. Sind Sie männlich? Oder weiblich? Lesen Sie mal. Oder gibt es bei euch auch eine geschlechtliche Veränderung? It's not for the person. Wo seid ihr denn? Ihr habt es ja vorher schon versucht. Seid ihr im sogenannten Himmel? Oder seid ihr in der Zwischenwelt? Thank you.
Bin ich dir in Gefahr?
Wenn ja, warum? Läuft hier jemand die Kontrolle im anderen Raum? Ich höre keine Stimme. Hello.
War das hier euer Kommandeur? Okay, ich sage Ihnen manchmal, das hat sich auch nicht Schritte. Okay, es hat geregnet, es tropft auch überall. Will er nicht auch schießen, das auch mal wieder rein? Oder wart ihr das? Melanie, ganz schnell rennen! Aber heute habe ich es vergessen. Funkgeräte zu verteilen. Ja, du nicht, das stimmt. Das war mein Fehler. Aber wer ist denn? Schön, dass du dich gemeldet hast. Danke für den Kontakt. Das jetzt? In der Mitte. Okay. Ach, bin ich still. Hast du aufgefiltert? Okay. Boah, das ist doch ein bisschen Herz verschüttet in sich. Und wir haben gerade so gut. Habt ihr öfters einen Besuch von unseren Geisterermittlern? So wie letztes Mal. Okay, ich werde jetzt noch gleich mal kurz durchgehen. Mit der Spiritbox. Und schau, was wir hier noch finden. Ich melde jetzt die Doppelzeichen, mache die Beleuchtung wieder rein. Oder möchtet ihr noch ein bisschen mit mir reden? Das ist komisch. Du kennst dich fast noch Boxen nicht. Seid ihr jetzt weggegangen? Oder ein paar Leute weggegangen? Okay, wie gesagt, ich werde jetzt die Dunkelzeichen. Schau, das fliegt nicht da ein. Und werden wir gleich nach der Spielbox-Session durchziehen. Okay? Ich bedanke mich in der Botschaft für den Kontakt. Bis gleich. Hallo, ich hoffe, passen jetzt mir gefolgt für einen kleinen Spaziergang hier im Freie zu machen. Könnt ihr euch entsehen, das haben wir letztes Mal auch gemacht hier. Okay, wir sind hier gerade alles bei mir. Jetzt laufen wir mal diese Richtung hier geradeaus. Wo ich gedacht habe, letztes Mal, es wäre ein Hubschrauberlandeplatz. Ist aber nicht so. Tatsächlich
habt ihr gesagt, hier haben Waffe gelagert. Könnt ihr mir sagen, was für Waffen hier auf diesem Gelände gelagert waren? Also hier geradeaus. Hier soll auch ein Gebäude gestanden haben, ist das richtig? Was für eine Funktion hat dieses Gebäude gehabt? Bitte nicht böse sein, wenn ich die Antworten nicht höre. Das haben wir erst bei der Auswertung. Das habe ich euch letztes Mal auch schon gesagt. Wir haben das letzte Mal einen Kontakt mit einem Major gehabt, im Gebäude drin selbst, wo jetzt Markus ist. Hat dieser Major, oder Offizier war es, auch hier auf diesem Gebäude gearbeitet, oder in diesem Gebäude. Sorry, ich war gerade irgendwas irritiert. Ich habe wie Maschinengehör, wie Radar von einem Maschinengewehr gehört. Habt ihr da sowas benutzt überhaupt hier? Oder hier? Oder hier? Oder hier im Areal drum? Maschinengewehre? Das Areal war ja viel größer gewesen, außer das ursprüngliche, was man hier jetzt so sieht. Ne? Okay, wir laufen jetzt mal ein Stückchen runter zu diesen Bunkern. Also ich habe gerade ein bisschen schwer, da oben mit euch in Kontakt zu treten. Hier im Gebäude, warum? Habt ihr irgendwas gegen V oder so? Und das mit dem Maschinengewehr, die Frage hat sich ja übrig. So, auch jetzt für unsere Zuschauer, das sind tatsächlich die Schießunterstände. Ich nehme an, dass sie auch da wirklich Maschinengewehre benutzt haben. Ja, es ist schon seltsam, dass ich da oben hingehe und her aus der Ferne wie Maschinengewehr. Waren hier auch irgendwelche Übungsplätze gewesen, hier in der Umgebung von dem Gelände. So, jetzt mal nochmal zu der Zitation oben drin. Ich weiß nicht,
warum ihr mit mir eigentlich kaum reden wollt, beziehungsweise schweige ist. Hat es irgendeinen Grund? Mich hat es drinnen zweimal überlaufen, also ich habe richtig Gänsehaut bekommen, was ich schon mal nie bekommen. Weil mit Lunge, ich hatte Tränen im Auge, ich habe so ein schweres Gefühl gehabt. War das jemand von euch gewesen? Hat das jemand von euch bei mir verursacht gehabt? Okay, ich muss mal kurz Kamera umbauen. Wir sind es gleich wieder. Hallo, da bin ich wieder. Ich habe jetzt gerade noch ein Zusatzlicht angebracht hier in der Kamera. Also nicht wundern, dass ich jetzt kurz mal weg war. Ja, also die Situation, Uwe, war in diesem Moment jemand bei mir gewesen, als ich diese Gänsehaut bekommen habe und so ein schweres Gefühl hatte. Ich hatte zum Teil wirklich ein Gefühl, als könnte ich mich nicht oder kaum bewegen. Wenn ja, warum habt ihr das gemacht? Gibt es einen gewissen Grund, warum ihr oben sein sollt? Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich so oben hingehe. Okay. Hier sieht man schon eine bewachsene Bunkeranlage. Gibt es hier viele von diesen Bunkeranlagen? Sorry, dass es zwischendrin mal verschwommen ist, aber wir haben hier ab und zu mal leichter Nebel. Es hat ja vorhin geregnet und Gewitter. Mögt ihr Gewitter und Regen? Also ich nicht. Mal, ob man irgendwie vor dieser Bühnenanlage hingehen kann. Ja, nett. Tja, ihr Liebe. Ist eine Bunkeranlage verschlossen. Ich war wegen dem Unwetter. Ja, weil normalerweise ist, glaube ich, dieser Bunker eigentlich immer auf. Was ich angucke, aber irgendwo man sieht es auch hier. Ja, kleine Überschwemmung vorne dran. Ja, also ich bin jetzt hier bei der Bunkeranlage. Was ist denn hier genau gelagert worden? Ich habe irgendwelche Waffe. Ich glaube Atomwaffe oder so, ist das richtig?
waren die Waffe für den Kalten Krieg gewesen, damals. Könnt ihr mir sagen, wie viele von diesen kleinen Bunkeranlagen hier es gibt auf dem Gelände? Ich weiß mehrere, aber ich weiß, es geht ganz so drumherum, aber gezählt habe ich es nicht. Okay. Sehr interessant. Ich sag, leider können wir nicht weiter von hin. Jetzt, was er davor steht. Okay. Haben hier auch Frau auf dem Gelände geschafft. Oder war hoch damals Zeitpunkt gewesen, dass ich weiß nicht genau, wann die aufgemacht wurde ist, aber ich glaube vor dem Kalten Krieg dürfte da vor dem Kalten Krieg auch schon Frauen arbeiten bei der Armee. Hat es ja hier auf dem Gelände auch Wohnhäuser gegeben, weil ich habe nur gelesen gehabt, eine Kirche soll es auch hier gegeben haben, irgendwo. Wenn es hier Wohnhäuser gegeben habt, haben hier auch Kinder dann gewohnt. Okay, ich gehe jetzt mal wieder rein. Wir sehen uns in Mube. Ihr geht mit mir mit, also hoch zu Markus. Ich kann euch gleich sagen, für später hinaus, ihr bleibt schon, wo ihr seid. Wir nehmen euch nicht mit heim. Wollen wir auch nicht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann. Bis gleich. Ciao. Thank you.
Das ist ein Darm. Das ist ein Darm. Das ist ein Darm. Das ist ein Darm.